Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part Let's Play Empire Earth. Wir sind in der englischen Kampagne im vierten Level, also wir haben Halbzeit nach diesem Level. Mit dem hundertjährigen Krieg, der beginnt. Los geht's! König Edward sah seine Berater ernst an. Er schüttelte den Kopf. Hatten sie doch keine Ahnung, welche Gefahr ihnen drohte. Und mit ihnen ganz England. Meine Herren, begann der König, der Krieg gegen Frankreich läuft nicht gut. Wird die Situation nicht bereinigt, kann die Krone in Gefahr sein. Hoheit, sagte ein junger Berater und stand vorsichtig auf, bei allem Respekt, bisher wurden nur kleine Scharmützel ausgefochten. Wie kann man da sagen? Ein finsterer Blick Edwards ließ ihn verstummen. Wenn ihr mich ausreden lasst, werde ich es erklären. Der Ratgeber setzte sich rasch und Edward fuhr fort. Die Franzosen haben eine große Marine, eine vorzügliche Armee und ausreichend Ressourcen. Und sie streben nach der Kontrolle des Kanals, der, wie wir alle wissen, sagte er mit Blick auf den impulsiven Berater, der einzige Weg zur Normandie ist. Geht ihre Rechnung auf, kann mein Sohn den Krieg niemals auf französischem Boden führen. Der König verstummte und seufzte tief. Aber es gibt eine Chance. Wir müssen die französische Flotte vernichten, ehe es zu spät ist. Ja, dieses Mal habe ich meine Webcam weggelassen, dass man das besser lesen kann. Und nun sind wir hier 200 Jahre später, nee, sogar 300 Jahre später, nachdem William in der Normandie gelandet ist. Und ja, jetzt sind wir hier im hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Lustiger Fun Fact, ihr kennt doch alle den Mittelfinger, oder? Dazu erzähle ich später was. Ich muss mich nur daran erinnern können, wenn ich das jetzt hier... Also im Let's Play, dann sage ich dann wieder. Dann erzähle ich euch etwas über den Mittelfinger. Woher der kam, weil der hat seinen Ursprung aus diesem hundertjährigen Krieg. Nun zur Geschichte. Im Jahre 1337 eroberte König Philipp der VI. Von Frankreich das Herzogtum Aquitaine. Seit der Zeit von William dem Eroberer hatte England fast ganz Nordwestfrankreich beherrscht. Daher sahen die Engländer diese Invasion als Bedrohung ihrer Sicherheit. König Edward, der zudem den französischen Thron beanspruchte, begann zu diesem Zeitpunkt einen Krieg zwischen England und Frankreich, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Die folgenden Schlachten waren der Auftakt des Krieges, der Hundertjährige Krieg genannt wurde, auch wenn er mehr als 100 Jahre dauerte und die Kampfverlangen oft unterbrochen wurden. Die ersten Kriegsjahre waren vor kurzem Scharmützeln geprägt. Zu größeren Schlachten kam es erst 1340, nach dem Seesieg der Engländer bei Sillois. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dieser ebnete den Weg nach Frankreich hinein. Nun die Hinweise, die habe ich beim letzten Mal gar nicht gelesen, es tut mir leid. Greifen Sie mit Ihrer Marine an, schleichen Sie sich dann mit Ihrem Zerstörungsschiff durch das Getümmel und versenken Sie das französische Flaggschiff. Sie müssen schnell manövrieren. Wenn Sie das Zerstörungsschiff durch die feindliche Flotte steuern und das Flaggschiff versenken möchten, Sie müssen nicht ganz Caen zerstören, nur das Zentrum. Es könnte durchaus vorteilhaft sein, den Rest unversehrt zu lassen. Sobald Sie Armeen ausbilden und Gebäude errichten können, müssen Sie die Wirtschaft so schnell wie möglich in Schwung bringen. Vergessen Sie die Verteidigung nicht, wenn Sie Ihre Truppen aufbauen. Aha, also scheinbar werden wir hier angegriffen. Interessant. Nun gut, dann geht's jetzt los. Die französische Flotte liegt bei Sluis und ist uns haushoch überlegen. Wir müssen unsere Marine ausbauen, wenn wir sie je besiegen wollen. Gelingt es uns, ihr Flaggschiff zu versenken, wird Chaos in der ganzen Flotte herrschen. Alles klar. Und Tastatur funktioniert. Sehr schön. Und was ist das? Oh, eine Galeere aus der Bronzezeit. Namens Zerstörungsschiff. Okay, das Spiel beginnt mit einer Seeschlacht. Wir haben ja den Vorteil, dass wir hier unsere Schiffe schon verbessert haben. Das können wir jetzt hier eigentlich auch machen. Hier Reichweite, Leben.
Alle Mann an Deck. Unsere Stärke hier sind unsere Kriegsschiffe. Alle Mann an Deck. Das ist bereits verbessert, plus 3, okay. Ach, und wir können hier neue Schiffe bauen, interessant. Haben wir auch Bürger? Nein, schade. Gut, dann bauen wir vielleicht noch einen Nachschub. Wir haben nicht viele Ressourcen, weil wir jetzt ja die meisten für unsere Verbesserungen ausgegeben haben. Hier ist das Flaggschiff der Franzosen. Eigentlich sind die Franzosen doch eher blau und nicht gelb. Naja. Ja. Übrigens werden wir jetzt in jedem Level gegen die Franzosen kämpfen, was jetzt noch kommt in der englischen Kampagne. Und in der deutschen sieht es auch nicht besser aus. Da sind auch die Hauptgegner die Franzosen. Also irgendwie hat das Spiel was gegen Franzosen, ich weiß nicht warum. Ah ja. Jetzt heißt es erstmal warten, bis die Schiffe verbessert sind. Ich verbessere währenddessen meine Geschwindigkeit. Und eine Fregatte ist hier aus dem Hafen gelaufen. Alle Segel setzen. Hier ist übrigens London. By the way, diese Map, ich glaube beim allerersten Mal, ungelogen, habe ich 6 Stunden gebraucht, bis ich die fertig hatte. Das hat folgenden Grund. Ja, den Grund, den sage ich euch später. Was ich euch nicht sagen wollte, war der Mittelfinger. Ihr kennt ja den Mittelfinger. Ne, wenn man jemanden den Mittelfinger zeigt, um ihn zu provozieren, das hat seinen Ursprung vom Hundertjährigen Krieg. Und zwar hatten damals bei den Schlachten die Engländer Bogenschützen, Langbogenschützen. Und die haben quasi mit ihren Bögen die Franzosen beschossen. Und die langen Bögen, das waren so die Asse der englischen Armee. Und ja, nach einem Sieg der Engländer gegen die Franzosen haben die britischen Bogenschützen Krämpfe an ihren Fingern gehabt und haben damals provokant den Franzosen den Mittelfinger gezeigt, um zu sagen, hey, schaut an, was wir gemacht haben mit unseren Bögen, ja, also wie viel wir von euch getötet haben, ja, das hat seinen Ursprung von dem Hundertjährigen Krieg, ne, dass die Langbogenschützen der Engländer die Franzosen provozieren wollten, ja, weil sie so viele Kills hatten, ja. Ja, also so entstand das damals, ja. Fun Fact, nur so am Rande, wenn wir schon beim Hundertjährigen Krieg sind. Gut, jetzt haben wir auch unsere Armee hier ausgebaut. Wir haben auch hier Kronpunkte, die spare ich mir noch auf. Alle Mann an Deck. Setzt Segel. Dann probieren wir es mal. Wir müssen auf jeden Fall dieses Schiff hier gut im Auge behalten, wenn die Seeschlacht beginnt, weil wir müssen das hier gegen das Flaggschiff rammen, dass genau, dass es versenkt wird. Du sagst es. Alle Segel setzen. Versenkt die Landratten. So, was war das? Nichts. Hab irgendwas gehört. Vielleicht war es eine Fliege. War wohl der Wind. Sam Fischer bricht gerade bei mir ein. So sieht's aus. Mein Gott, in der letzten Map der Ärmelkanal so gewaltig und hier so minimalistisch, wie es nur geht. Versenkt die Landratten. Naja. Übrigens, es gibt jetzt hier 3 Maps, ja, die ungefähr so aussehen wie, wo man England und Frankreich und so weiter sieht. Ne? Alter, sind es viele. Das sind ja viel zu... Alter. Ich hau ab. Das ist mir zu viel. Das sind mir zu viele. Weg. Weg. Alle Mann an Deck. Weg erst. Weg. Das sind mir viel zu... Alter, seid ihr des Wahnsinns. Hier. Ahoi. Hier. Ahoi, ahoi, Captain. Seid ihr des Wahnsinns. So viele Schiffe. Mag sein, dass ich die besseren Schiffe habe, aber... Ahoi. Aber ihr habt die mehr... Wir haben das Flaggschiff versenkt. Die französische Marine steht vor der Vernichtung. Ja toll, es sind mir immer noch zu viele. Wie denn, wenn es so viele sind? Heiliges. Ach du Kacke. Hauen sie jetzt ab, oder? Ne, die greifen uns immer noch an. Aber das haut... Wir werden angegriffen. Ah Gott, das sind mir viel zu viele Schiffe. Wie soll ich die alle besiegen?
alle Segel setzen. Ahoi. Ahoi, ahoi, Captain. Ja gut, sie sind demoralisiert und haben nicht mehr so viel Leben. Versenken wir sie. Oh Gott, okay. 4 Schiffe haben wir noch übrig. Erstmal reparieren. 5 Schiffe. Was machst du da unten, Faulenzer? Du bist wie die Schweiz. Du schaust zu, während die anderen sich bekriegen. Nichts gegen Schweizer. Alle Mann an Deck. Wollen wir warten, bis es repariert ist? Ich weiß nicht, wie viele sind es noch an Schiffen. Ahoi! Alle Mann an Deck! Gucken wir mal. Alle Mann an Deck! Na, wobei, so langsam dauert es gar nicht. Alle Segel setzen! Versenkt die Landratten! Alle Mann an Deck! Ja, komm, das schaffen wir schon. Die sind eh angeschlagen. Und so viele werden es nicht mehr sein. What the fuck is that? What the fuck is that? Ich hab nichts gesagt. Ich halte meine Klappe. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. So, ist da noch ein Schiff oder... Versenkt die Landratten. Alle Segel. Was hast du gegen Ratten? Setzt Segel. Die armen Ratten. Alle Segel. Wobei, Ratten ist ein gutes Stichwort. Wie sieht's aus mit der Pest? Die Pest kommt in 20 Jahren. Historisch gesehen. Ei, ei, Captain. Wir werden angegriffen. So, ich glaube, das waren jetzt alle Schiffe. Das war echt eine große Flotte, Wahnsinn. Da ist keine Landratte mehr. Oder? Da unten ist noch was Gelbes. Ja, passt, okay. Die feindliche Flotte ist besiegt. Welch ruhmreicher Sieg für England. So, jetzt haben wir gewonnen. Spiel vorbei. Jahre nach dem englischen Sieg bei Sluis sollte eine Invasion Frankreichs unter dem Schwarzen Prinzen beginnen. Wir sind in Frankreich gelandet. Jetzt heißt es marschieren. Wir erobern die nahe Stadt Caen und verschiffen ihre geplünderten Ressourcen zurück nach England. Okay, was für eine Entwicklung der Tatsachen. Ja. Heißt das, wir müssen jetzt das Belager... Oh ja, ich sehe schon. Wir müssen diese Gebäude jetzt zerstören wahrscheinlich. Na gut. Da... Trebuchets. Für den Thron. Okay, hier sind Felder, die lasse ich mal verschont. Was ist denn das für eine Armee? Da fehlt es doch an Priestern. Oh ja, da ist die gegnerische Stadtbevölkerung. Eine Balliste. Hier. Balliste platt machen. Nicht reinlaufen, draußen bleiben. Lockt sie raus. So, und jetzt hier abfangen.
Stopp, das geht mir ein bisschen zu schnell gerade. Langsam. Ich will hier erstmal schreien. So. Ey, Trebuchets, ihr sollt vielleicht besser die Mauern angreifen. Mit ganzem Herzen. Wobei, wir können jetzt die Chance nutzen und hier einfach reinlaufen. Mag sein, dass sie noch auf uns schießen, aber die halten uns auch gleichzeitig die Tore auf. Oh fuck, Türme. Nein, ich bleib draußen. Auf Türme habe ich keinen Bock. Na, wobei, eigentlich können wir die Türme ignorieren. Ignorieren wir die Türme, gehen wir direkt ins Stadtzentrum. Gehen wir direkt zum Piazza hin. So, und du heißt deine Kollegen. Verdammt, jetzt sind sie ausgesperrt. Oh, da ist ja noch was. Okay, jetzt ballert mal auf die Bogenschützen und ihr zerstört die Türme. Okay, du greifst diesen Turm hier an. Und ich glaube, das hätten wir jetzt, oder? Das ist der letzte Verteidiger. Haben wir die Stadt jetzt erobert oder müssen wir die ganzen Gebäude jetzt demolieren? Schauen wir mal ganz kurz, was wir eigentlich machen müssen. Ah ja, wir müssen die Gebäude demolieren, okay. Ja, eigentlich kannst du den Turm stehen lassen. Ich sagte stehen lassen. Nicht angreifen. So, hier. Und denk dich mal dran, auf die Leute zu schießen, ja? Sonst gibt's Ärger. Ich behalte dich im Auge. Ja, klingt gut. Das sind viele Steine. Ich meine, das sind mehr Steine, als man braucht, um eine ganze Stadt zu bauen. So viel Stein ist in diesem einzelnen Haus drin. Hallo. Die Stadt gehört uns. Arbeiter aus England sind eingetroffen. Sammeln wir Steine in dem Geröll. Wenn wir genug haben, schicken wir sie nach England. Wir werden angegriffen. Ach, da leben noch ein paar. Hey, meine Felder. Arbeiter. Ah, Arbeiter. Gut. Wie viel Stein müssen wir sammeln? 150 Steine, das hat sich ja gelohnt. Die ganze Invasion nur für 150 Steine zu machen. Dafür besitzt er nicht genügend Stein. Ich habe nichts zu verschenken. Ja. Ah, wir können nur die Siedlung bauen. Ist ja langweilig. Ja. Ja. Jetzt bevölkern. Geht das? Das wäre total dämlich. Ja. Dann sammeln wir halt 150 Steine. Ist auch
ob es auf das ankommt. Tod den Heiden. Ja gut, dann gehen wir. Gehen wir wieder nach Dell drin. Ja. Yeah, wir können Einheiten bauen. Cool. Ach, ihr seid schon geheilt. Na gut, dann muss ich euch nicht ins Krankenhaus schicken. Ich verstehe nicht ganz, warum? Oder 40 Steine? Als ob das wirklich nötig wäre. Ja. Okay, dann warten wir jetzt eine Runde. Wir können währenddessen, während wir hier warten, ein bisschen die Gegend erkunden. Mein Lehnsherr. Mit unserem Helden hier. Für St. Georg. Für Albion. Für St. Georg. Für Albion. Für St. Georg. Für Albion. Für St. Georg. Erstmal Lucky Lucky machen, was da alles ist. Also ich muss sagen, ich habe bei dieser Map richtig lange gebraucht beim ersten Mal. Ah, Gegner. Aber ich glaube, ich habe mich auch damals echt dumm angestellt, was das angeht. Hier ist auch Stein, ne? Und hier ist Eisen. Wow. Und hier ist Gold. Wow. Und hier sind Bürger zum Mitnehmen, wenn wir einen Priester hätten. Wow. Gratis Bürger. Oh fuck, gratis Gegner. Weg. Ich bin schon ruhig. Ich schaue mich nur um. Für Albion. Für St. Georg. 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 Okay, hier ist eine kleine Siedlung. Wir haben genügend Steine in diesen Ruinen gesammelt. Es wird Zeit, sie über den Kanal zu verschiffen. Eine ganze Stadt zerstören, nur für 150 Steine. Weitermachen. Wer kommt da jetzt her? Ein einzelnes Schiff. Und es bringt uns einen Typen. Hallo Typen. Ein Baumeister aus England ist eingetroffen. Unter seiner Leitung können wir alle Häuser bauen, die wir brauchen. Wow, ich hätte gerne eine Cyborg-Fabrik. Kannst du das? Alter. Da bin ich mal kurz AFK. Und dann ist sowas hier am Start, Alter. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Nichts hier weg hier. What the fuck is going on? Wie soll ich das abwehren? Ja gut, ich muss das jetzt irgendwie abwehren. Also auf jeden Fall können wir jetzt... Der Architekt hat die Pläne für ein Stadtzentrum mitgebracht. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Danke. Oh fuck. Dann, bauen wir unsere Wirtschaft auf. Ach du Kacke. Wir müssen unsere Kräfte sammeln und wieder zum Kampf rüsten. Nordöstlich liegt Kalik. Diese Stadt soll als nächste fallen. Ist okay, schießt auf den Helden. Ist in Ordnung. Ja, ich habe mitbekommen, dass da ein Feind noch ist. Nein, nicht mein Fels. Ich habe mein Fels kaputt gemacht. Rachel. Okay, Angriff abgewehrt. Gott sei Dank, meine Güte. Okay, dann bauen wir unsere Wirtschaft auf. Wir haben kaum Ressourcen. Das müssen wir ändern. Wir haben ja hier einen Baum, einen einsam stehenden Baum. Der gibt uns das Holz, was wir brauchen, um hier irgendwo eine Siedlung bauen zu können.
Mensch, da will man kurz erkunden und dann ist man umzingelt. Der schwarze Prinz, alles klar. Solange es nicht der schwarze Ritter ist, ist alles gut. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und hier ist Eisen und Gold. Na bitte. Wusste ich doch, dass da noch was war. Ich habe das Spiel seit 5, 6 Jahren nicht mehr gespielt und ich weiß immer noch, wo die Sachen sind. Wahnsinn, was ich für ein Gedächtnis habe, was das angeht. Okay, jetzt hätten wir genug Holz für eine Siedlung. Stein brauchen wir eigentlich nicht. Wobei, Türme. Wir können Türme bauen. Und wir haben Stein. Oh, the dream is here. Ihr wisst, was ich gerne mache, ne? Ja, natürlich wisst ihr das. Erstmal die Türme verbessern. Reichweite, Kostensenkung, Bauzeitsenkung. Mehr brauche ich nicht. Ja. So. Doch, Türme. So muss es sein. Verdammt, vielleicht hätte ich zuerst das auswählen sollen, bevor ich die Siedlung gebaut hätte. Hätten wir uns 15 Holz sparen können. Aber was soll's. Ja, gut. Ah, und wir haben hier 4 Steindinger. Das ist echt ein Traum. Wir müssen gar keine Truppen mehr bauen. Wir machen wieder das gleiche wie in der Griechenkampagne. Ja. Wir bauen Türme bis zum Umfallen. Und zuerst brauchen wir genug Holz für Silos. Und wenn wir genug Silos haben, können wir Bürger produzieren, bis wir tot umfallen. By the way, wir haben hier eh schon ein Silo. Ist halt nur ein bisschen gedamaged, aber das kann man immer noch benutzen. Und hier das eigentlich auch. Ja, ja gut, Stein sammeln wir fürs Erste noch nicht. Stein sammeln wir später. Ach, wir können übrigens einen Dock bauen. Dock für ein paar Fische. Warum eigentlich nicht? Ach ja, das ist wieder so ein Level, da kann man ein bisschen entspannen und sich aufbauen. So ein Level mag ich. Beim letzten Level war das ja auch der Fall, allerdings kann man da nicht wirklich sich gescheit aufbauen, ne? Weil man kann nicht einmal Türme bauen kann. Jedes Level, wo man Türme bauen kann, ist ein gutes Level. Ja. Alles andere ist fraglich. Seht ihr sogar meine Bürgerstimme zu? Ja gut, die sagen eh zu allem ja. Ich brauche jetzt Nahrung. Okay, ihr habt genug Holz gesammelt. Unverzüglich. Ein paar von euch sollen wir hier das hier bewirtschaften. Ja. So, hier können wir ein paar Fische bauen. Wir können keine Kriegsschiffe mehr bauen. Oh. Ja, gut. Und wir können hier einen Transporter bauen. Interessant. Theoretisch könnten wir hier nach London reisen. Ja, warum eigentlich nicht? Ach, verdammt, jetzt haben wir kein Holz mehr. Egal. Ja. Unverzüglich. Das gehört uns übrigens nicht, das gehört einem Verbündeten von uns. Gibt es eigentlich Rohstoffe? Tatsache, hier gibt's Eisen. Also Eisen hätten wir. Ja gut, Eisen hätten wir hier auch. Aber wenn wir noch mehr Eisen bräuchten, können wir hier einfach uns noch mehr Eisen holen. Können wir auch Belagerungswaffen bauen? Ja. Ah, geil, wir können alles bauen, was wir gerne hätten. So an nötigen Gebäuden. Gut.
die anständig sind. Ja. Ja. Gut. Gut, ja. Ja. Unverzüglich. Gut. Ja. Dann. Unverzüglich. Schicke ich dich jetzt wieder zum Holz sammeln? Wir werden angegriffen. Ach, der Gegner greift uns an. Oh, verdammt. Ja. Ich dachte, das wäre ein Pazifisten-Level. Ja gut, okay, das wurde ja auch in der Einleitung gesagt, dass wir angegriffen werden. Ihr greift meine Burg an. Ihr greift mich an. Okay, dann greifen wir ihn an. Hier wird irgendwie geschossen. Ah. Du denkst, du wärst ganz schlau. Was? Was bist du für einer? Französische Bauern. Hallo, französische Bauern. Ich bin Janka. Ich dachte zwar, dass du ein Kavallerietyp bist, aber wenn du sagst, du bist ein französischer Bauern, die kommen wahrscheinlich von hier. Vielleicht sollte man das den gar ausmachen. Die Bewachungsarmee haben wir ja eh schon platt gemacht. Dann hätten wir unsere Ruhe. Langfristig. Ja. Unverzüglich. Stets zu Diensten. Für St. Georg. Ja, komm. Stets zu Diensten. An die Säbel und Angriff. Tod den Heiden. Unsere Armee ist zwar nicht groß genug, aber ich denke mal, wir müssten die meisten schon eh gekillt haben. Tod den Heiden. Die meisten habe ich eh schon zu unserer Base gelockt. Nein, nicht die Bürger angreifen. Nicht dumm sein. Alter, macht der Schaden. Ja gut, der hat auch erhöhten Schaden hier, dieser Turm. Nicht die Bürger angreifen, ich hab noch Hunger. Bist du des Wahnsinns hier? Habe ich eigentlich einen Tempel hier irgendwo in der Stadt? Ja, die Stadt sieht ziemlich verwüstet aus. Erstmal zerstöre ich hier diese Zwischenbase, dass ich meine Ruhe habe vor diesen Angriffen. Dann können wir ja hier, sofern die nicht irgendwo hier unten spawnen, können wir hier eine Mauer hinbauen. Oder irgendwelche Türme. Ich glaube, Türme werden besser. So, und jetzt hier diese diese Militärgebäude hier wegmachen. So, oh, so viel Nahrung, sehr schön. Mehr Burger. Okay, nicht die Bürger angreifen, ich will sie bekehren. Irgendwann. Was ist eigentlich hier? Tod den Heiden. Mit ganzem Herzen. Hier ist nichts, nur ein Fluss. Den Heiden. Okay, übrigens, unsere Fischkotter sind fertig. Dann, ich würde sagen, bauen wir mal in England ein Stadtzentrum. Setzt Segel. Ja. Wir brauchen 5 Bürger. Alle Mann an Deck. Ach, ich bin ja gerade dabei, das hier zu verbessern. Ja, okay, ist nicht dumm. Hier. Jetzt machen wir das gleiche, was wir schon im letzten Level gemacht haben. Wir gehen nach England. Ja, Milord. Und hier ist auch Gold und so weiter. Den Heiden. Läuft. Sagt mir nicht, dass ihr die Bürger jetzt gekillt habt. Die armen Leute. Da ist noch eine im Leben. Und noch einer. Nicht angreifen. Mit ganzem Herzen.
Gut, wie viele Leute sind da drin? 4. Das heißt, wir müssen noch warten, bis diese Frau da drin ist und... Jawohl, jetzt haben wir ein Kapitol. So muss es sein. Und ihr sammelt Nahrung. Das ist schön, aber ich hätte gerne ein verbessertes Silo. Alles klar. Alle Mann an Deck. Gut, hier sind 5. Dann schicken wir euch nach England. Setzt Segel. Der Kanal scheint recht stürmisch. Ob uns jemand etwas damit sagen will? Nee, glaube ich nicht. Wenn uns jemand damit was sagen will, dann hätte er es ordentlich gemacht. Jedenfalls kommen hier trotzdem weiter. Setzt Segel. Aye, Captain. Setzt Segel. Stürmischer Kanal. Ja, genau. Echt toll gemacht. Nee, nee, nee. Nix da. Wir machen da jetzt weiter hier. Aye, aye, Captain. Setzt Segel. Aye, aye, Captain. Setzt Segel. Das Einzige, was er uns damit sagen will, war, dass er zu faul war, das hier ordentlich zu machen. Ne, wir haben es hier trotzdem geschafft. So. Und jetzt holen wir uns hier die Rohstoffe. Ja, ist nett. Was für ein Service. Danke, dass du wieder zurückgehst. Aber ich brauche dich, glaube ich, nicht mehr. Ja, wobei... Nee, das passt schon. Wow, so viel Nahrung. Wahnsinn. Okay. Dann tun wir mal unsere Steinproduktion in Gang setzen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir noch ein Stadtzentrum bauen würden. So an diesem Steindingens ein eigenes Stadtzentrum hin. Oder ein eigenes Kapitol mit 50 für maximale Effizienz. Ne, dieser Laufweg da ist mir zu weit. Das sind wie viele Meter? Nee, komm, das lass mal. Wir lassen nur diesen einen. Ja, jetzt haben wir uns ruhig vor Angriffen. So, vielleicht wäre es auch schlau, wenn wir hier ein Stadtzentrum noch hätten. Mein König für Albion. Für St. Georg. Für Albion. So, okay. Für St. Georg. Für Albion. Für St. Georg. Ja, was jetzt? Für Albion oder für St. Georg? Entscheid dich, Ohrenturm. Hallo, Turm. Für St. Georg. Für Albion. Für St. Georg. Für Albion. Was ist das? Ja? Ja? Ja. Ihr seid doch nicht einmal Lufteinheiten. Leute, nicht dumm sein. Ich hätte gern die... Unverzüglich. Ich weiß, da ist ein Hurricane. Mehrere Hurricanes vielleicht, aber... Gut. Aufbauen. Aufbauen. Unverzüglich. Spawnt ein Hurricane mitten im Land. Unverzüglich. Gut. Okay, scheinbar funktioniert es doch nicht. Unverzüglich. Okay, ich habe verstanden. Es funktioniert nicht, aber ich hätte es trotzdem gerne fertig gebaut. Ja. Unverzüglich. Unverzüglich. Hier geht man mehr hier da aufs
Dahin. Ja, Hurricane Katrina, was? Alles klar. Soll ich jetzt Mauern dahin bauen oder was? Irgendwie ist das hier witzlos, was ich da mache. Ja, gut. Unverzüglich. Bau diese Siedlung. Ja, ich weiß, das sind over 9000 Hurricanes, aber lasst euch davon nicht beeindrucken. Gut. Aufbauen. Aufbauen. Warum, ich frage mich echt, warum das Spiel nicht will, dass wir dahin, da hier in London sind. Das verstehe ich nicht. Was hat das für einen Grund? Das hat doch gar keinen strategischen Vorteil. Ja. Unverzüglich. Gut. Irgendwie verschwinden die auch gar nicht, ne? Unverzüglich. Pff, screw you guys, I'm going home. Unverzüglich. Ich kann die nicht mehr bewegen. Unverzüglich. Irgendwie sind die jetzt hier eingekesselt. Ich kann die nicht mehr bewegen. Gut. Das Spiel hat es geschafft. Unverzüglich. Ach, da habe ich noch zwei. Gut. Zwei habe ich noch. Mich kriegt ihr nicht. Ich baue jetzt diesen. Fuck. Ah, Gott. Unverzüglich. Ich kämpfe gegen das Spiel. Ich werde hier was bauen. Ob du das willst oder nicht, Spiel. Gut. Und wenn es nur ein Haus ist, gut. Ich will hier was bauen. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Yes. Ja. Ha. Gut. Gut, Spiel. Und jetzt baue ich hier sogar eine Kaserne, ne? Was sagst du dazu? Findest du das gut? Findest, bist du sauer oder? Ja. Ja. Also euch kann ich nicht mehr benutzen. Ihr seid irgendwie. Ja. 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 Irgendwie habt ihr es geschafft, euch einzusperren hier durch diese Hurricanes. Unverzüglich. Aha, jetzt kann ich hier Einheiten bauen. Na Spiel, was sagst du dazu? Ja, unverzüglich. Jetzt hier noch eine Uni. Schau mal an, was ich mit diesem Holz hier mache. Ich schlage hier auf diesen Baum. Unverzüglich. Ja, Milord? Hm. Ja. Okay, scheinbar ist hier der Radius nicht mehr da, wo Hurricane. Was ist das? Ja. Geil. Ja. Wow, hallo Burger. Ja. Mh, Burger. So, dann bauen wir hier mal Holz ab. Das können wir eigentlich auch noch wählen. Und hier bauen wir auch noch Burger. Wir bauen jetzt eigentlich nur noch Burger. Ja. Ja. Gut. Ja. Der einsame Bürger in London. Oh, ja gut, so einsam ist er nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich dir erzähle hier? What the Schwertkämpfer vorwärts! Okay. Bald ist hier alles mit Hurricanes verseucht. Ein ganz normaler Tag in London. Schwertkämpfer vorwärts!
Oh, mir fällt gerade was Lustiges ein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Einfach mal just for fun. Funktioniert nicht. Irgendwie funktioniert dieses Rücklaufen hier nicht mehr. Na gut, dann brauchen wir hier eine Belagerungswaffenwerkstatt. Das ist so lächerlich. Was ist das? Da sind so 10 Hurricanes auf einen Punkt oder so. Oh, wir können Armbrüste bauen. Geil. Armbrüste sind super. Fast so super wie Türme. Warum ist hier ein Schiffswrack mitten auf dem Land? Wo ist mein Burger? Burger! Nein, du bist nicht ein Burger. Du bist kein. Wo hab ich den jetzt hin? Nein, er wurde vom Tornado. Ach, da bist du. Nee, bist gar nicht du. Wo ist der? Ja, Milord? Ja. Ach, da bist du. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Gut. Ich weiß, Spiel, du willst nicht, dass ich das mache, aber ich mach's trotzdem. Gut. Ich baue jetzt hier eine Ich baue jetzt hier eine Belagerungswaffenwerkstatt, ja? Unverzüglich. Pass auf, ich baue das jetzt hier. Und wenn ich den einsperren muss. Unverzüglich. So. Gut. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, aber wir haben ja eh Zeit. Ja, wir können ein bisschen rumalbern, während wir hier die Rohstoffe sammeln. Was ist das, nehmen wir das hier? Gut, Holz haben wir jetzt genug. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen nur Stein. Ja. Alter, gut. Du sollst bauen. Unverzüglich. Gut. Niemand sagt mir, was ich nicht so tun darf. Ach, wir haben Bevölkerung. Wir brauchen Gold für. Okay. Ja. 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 Dann sammeln wir Gold. Hier oben ist ja noch eine Stelle. Unverzüglich. Ja, Milord. Ich finde das ein bisschen übertrieben, ne? Schwertkämpfer vorwärts! Für Ruhm und Ehre! Schwertkämpfer vorwärts! Ja. Ja gut, du hast deinen Job erfüllt. Ja. Okay, jetzt könnten wir uns theoretisch unsere Stadt aufbauen. wir können ja hier die Gebäude, die zerstört wurden, wieder aufbauen. Gut. Da war ja ein Tempel, dann hatten wir hier eine Uni. Und erst in zwei Gebäude weiß ich nicht mehr. Ich baue da einfach sowas hin. Na wobei, ach, das ist dämlich, das ist total dämlich, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist total dämlich, weil das ist an unseren Steinplätzen, die blockieren nur. Die Abbaurate. Ja. Gut. Ja. War total dämlich. Ich glaube, ich baue es lieber hier irgendwo, wo es frei ist. Und zwar bauen wir hier einen Tempel hin. Ja. Und eine Uni hier dran. Ja. Eine Belagerungswaffenwerkstatt brauchen wir hier unten in Frankreich noch. Hier ist ein schöner Ort dafür. Ja, ja. Und sonst noch?
Bogenschießanlage haben wir. Kaserne. Ja gut, wir brauchen eh keine Militäreinheiten. Wir brauchen schon Militäreinheiten. So. Also spiel wirklich. Wie viele Hurricanes willst du da noch platzieren? Ja. Ja. Ich glaube, ihr kennt das Meme, oder? Dann bauen wir mal eine Balliste. Ich will jetzt ein bisschen Dummheit machen. Versteht ihr? Okay, jetzt brauche ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir hier ein 50er Kapitol. Oh, perfekt! Wo ist mein Ballist? Wo ist mein Ballist? Ach, der will hier noch unten. Okay. Alter. Keiner übertrieben, I guess. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich will diesen Tower von London zerstören mit dieser Balliste. Einfach, weil es lustig ist. Kriegt Schaden. Funktioniert. Nein! Bitte nicht! Bitte nicht von diesem Tornado da fangen lassen, ja. Attack this. Na. No. T, T für Attacke. Einfach spammen. La 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 la, ich speichere mal. Nicht, dass ich da einen Modifikator oder so kaputt mache. Kack. Tower of London. XD. Da, 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 da. Wenn ich das zerstöre, habe ich echt das Spiel verarscht. Wir müssen eh warten, bis wir genug Stein haben. Also von daher. Dafür besitzt ihr nicht genügend Stein. So. Come on! Attack this! Attack this! No! Stupid Ballista! Attack this! Oh Gott, das ist total mühselig. Soll ich den Angriff erhöhen von dem Ding? Jetzt komm! Das werde ich nicht, du wirst doch auch. Ich glaube, ich lebe gleich auf. Nein, wenn ich jetzt aufgebe, hat das Spiel gewonnen. Aber andererseits ist es total mühselig. Vielleicht ein bisschen Speed machen. Oder vielleicht langsamer machen. Vielleicht bringt das was. Yes. What? Ah, ja, genau. Nein, du wirst nicht den Tower von London zerstören, Janka!
Ich werde es verhindern. So, es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht raus, sonst ist er in diesen Tornado-Strom gefangen. Verdammt. Ach! Warte, ich habe jetzt eine Idee. Ich werde jetzt hier hingehen. Ich werde in die Tannen gehen. Da hinten. So, jetzt schaut er nämlich nach unten. Vielleicht ist da ein bisschen besser. Oder vielleicht ist er dann außer der Reichweite von diesen Hurricanes. Nein, nicht da lang gehen. Nicht da lang gehen. Böse, böse. Okay, und jetzt Attack. Ah. Das dauert ewig, ich weiß. Ach, Leute, ich lasse es. Klar, ich könnte es jetzt zerstören. Alter, was ist das? Das ist doch verrückt, oder? Was sind wir hier? Sind wir hier in London oder beim Bermuda-Dreieck? Was ist das? Okay, nun gut. Dann, boah, und hier haben wir auch bald keine Bäume mehr. Ja, gut. So, dann schicke ich euch jetzt mal dahin. Baue ein Stadtzentrum hin. Dass ich hier eine Bürgerproduktion ganz nahe dran habe. Ich sollte vielleicht mal schauen, wie weit so eine Range von so wie weit die Range eines gegnerischen Turms ist. Erstmal verbessere ich noch meine eigene Range. Wo ist meine Balliste hin? Ah, hier. Oh mein Gott. Da will man ein bisschen rumalbern und dann eskaliert das Spiel mit sowas hier. So, So, wir haben kein Gold. Bevölkerungslimit haben wir auch schon erreicht. Oh mein Gott. Wo sind meine Bürger? Da sind meine Bürger. Ich mach mal kurz. Ja. Kack, Tower of London, XD. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und bin wieder da. Verdammt, jetzt habe ich das Spiel pausiert. Wollte ich nicht beenden. So, gut, also Stein haben wir jetzt ordentlich. Das hier wird auch weiter verbessert, sodass der Ertrag hier gesteigert wird. Ja, gut. Ja, unverzüglich. Ja, unverzüglich. So, können wir einen Propheten oder sowas bauen? Wir können... Ach, wir brauchen viel mehr Gold. Ja gut, Gold haben wir hier. Wir müssen halt nur ein bisschen warten. Sag bitte nicht, dass ihr da jetzt Holz sammeln wird. Nein. Nix. Stadtzentrum bauen. So. Dass wir hier einen Bürgernachschub kriegen. Und jetzt geht's los. Tower-Strategie.
Wie hoch ist die Range? 5. Oh, das ist ja gar nichts. Weg mit dem Turm! Weg mit dem Turm! Jawoll! Gut, hier sind auch keine Feinde oder so. Außer dieser Turm jetzt, ha? Irgendwann muss ja die Stadt hier kommen. Oh, da war Reiter. Da sind Reiter. Oh, alles klar, da sind Gegner. Da sind die Gegner, okay. Okay, gut, dann das heißt, ich muss meine Türme hier anfangen zu bauen. Und die Bogenschützen, die nehme ich jetzt auch. Schick sie dorthin. Ah ja, da fängt die Stadt an, okay. Gut, das haben wir gleich ein voll verbessertes Kapitol. Wir haben ein voll verbessertes Kapitol. Und wie sieht's hier aus in London? Milord, ja. Ich sehe dich nicht mehr. Geht's dir gut? Da bist du, okay. Geh mal darüber. Yay, die Steinladung ist eingetroffen. Schön. Und wir sind jetzt darüber. Warum willst du jetzt da in die Tornados reinlaufen? Was ist das für ein Fetisch? Oh ja, Tornados, oh. Die wollen echt da reinlaufen. Muss reinlaufen in Tornado. Spiel will es. So, mein Ziel ist es, mit den Türmen hier den Ausgang hier abzugrenzen. Stets zu Diensten. Können wir noch auf Range gehen? Übrigens, wir müssen hier das Kapitol zerstören, oder was müssen wir jetzt hier machen? Das Stadtzentrum zerstören, also das hier. Okay. Ja. Sollte machbar sein. Unverzüglich. So, wir nähern uns langsam der Stadt mit unseren Türmen. Oh, ein Adler! Hallo, Architekt. Ach, Bevölkerungslimit. Ja. Ja. So, vielleicht können wir den Turm jetzt aus der Distanz hier angreifen. Wenn jetzt irgendwelche Einheiten kommen, werden sie abgeschossen. Ach, da ist auch noch ein Turm.
angegriffen. Ja, kannst du ruhig zerstören, ist okay. Tob dich ruhig aus. Wir bauen uns hier langsam zur Stadt vor. So, wo ist denn hier? Okay, das sind Soldaten. Und zwar nicht gerade wenig, okay. Dann bauen wir mal die Brücke hier voller Türme. Ja. Oh fuck, sie kommen. Könntest du das noch schnell fertig bauen? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Wir werden angegriffen. Dann Rückzug. Und jetzt hier durch die Turmlinie führen. Hier ist sogar ein Ambusschütze. Und weg ist er. Mensch, diese Mauer ist auch nervig, ne? Okay, das waren die Truppen am Eingang. Okay, weiterbauen. Ah, es kommt da ein Reiter raus. Hallo Reiter. Wir werden angegriffen. Und tschüss, Reiter. Ja. Wir werden angegriffen. Oh, jetzt macht er ernst, jetzt kommt er mit Belagerungswaffen. Okay. Kurz zurückziehen, weil den Flächenschaden, den mag ich nicht haben. Da ist schon wieder eine Balliste. Ist okay, greif den Turm an. So. Das Fiese an dem Level ist, der Gegner spammt hier ständig neue Truppen hier raus, deswegen ist es so schwer, die Stadt einzunehmen und deswegen habe ich auch damals mal 6 Stunden gebraucht für diese Mission. Aber mit der Tower-Strategie funktioniert das ganz gut, glaube ich. Okay. Unverzüglich. Hey, meine Bogenschützen. Hier schießt man auf die Balliste, die ist bedrohlicher als der Rest. So. Ich glaube, hier ist eine gute Grenze. Bauen wir hier noch einen Turm hin. Die Bogenschützen lassen sie mal da stehen. Weil wir können eigentlich die Reichweite verbessern. Und den Angriff. Tod den Ballisten.
Aua. Nein, 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 nicht schießen, nicht schießen. Er schießt. Eieiei. Puh, aber den Turm haben wir noch fertig gebaut. Er baut sogar Priester. Okay. Ja. Stets zu Diensten. Eigentlich können wir hier eine Belagerungswaffenwerkstatt bauen. Wir haben ja hier noch ein Stadtzentrum hier irgendwo. Jawohl. Wir werden angegriffen. Ach, jetzt da. Jetzt da. Denkt er, er wäre ganz schlau. Nee, nee, nee. Nix Trebuchet. Ah, das ist so lächerlich. Tower Defense. Ja, herzlich willkommen bei Let's Play Tower Defense. Wir sind hier gerade dabei, uns vor den Kalaesern zu verteidigen. Ja. Ach, da steht schon eine. Mein Gott. Nein. Ey, bekehren ist meine Strategie. Das ist meine Strategie, das Bekehren. Die kannst du nicht adoptieren. Hier, na, Akademie, dann hat sie sich ausbekehrt. Diese hier. Und hier können wir eigentlich einen Rambock bauen. Ich glaube, der ist gut, um die Mauern hier wegzukriegen. Weil die sind schon nervig hier. Denn die blockieren die Sicht unserer Belagerungswaffen. Gut, dann erhöhen wir mal die Reichweite von Unis, dass der Priester es noch schwerer hat, uns der Leute zu bekehren. Ach, da repariert die Mauer. Interessant. War ein Armbrustschütze. Oh Mann. Das ist echt eine Brückenschlacht hier. Jetzt kommt er hier mit Bürgern raus. Hier, wegmachen. So, Rambock, hier, walte deines Amtes. Du mach das da weg. Jawohl. Was ist? Ist okay.
Wobei, mir fällt das ein. Warum bekehre ich die nicht? Der spammt ja hier Truppen raus, warum bekehre ich die nicht? Probieren wir es mal. Bauen wir hier mal einen Tempel hin. Ach, verdammt. Oh nein. Er baut Propheten. Okay. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wir müssen hier einen Tempel bauen. Und zwar schnell. Oh Gott, meine Türme. Meine Türme. Nein. Böse. Das ist echt böse. Ach, ich habe ja hier schon einen Tempel. Mein Gott, ey. Oh, da habe ich den Tempel eine Minute zu spät gebaut. Jetzt gehen hier die ganzen Türme kaputt. Aber auch seine Mauern. So. Jetzt reicht's aber mit Schaden für. Mann, jetzt muss ich hier von vorne anfangen. Meine Belagerungswaffen. Okay, gehen wir mal einen Gang zurück. Setzt der eiskalten Propheten ein, ich fasse es nicht. Mein König, für St. Georg. Ja, heil diesen. Heilen. Bürger heilen. Ja. Ich glaube, der mag es nicht, wenn man seine Brücke antatscht. Mein König? Ja. Unverzüglich. Gut, dann bauen wir es halt wieder auf. Wir werden angegriffen. Ja. Warte, nur wenn ich einen Propheten habe. Ha, Erdbeben, geht, nice. Dann können wir endlich diese Mauern da weg abreißen. Dann baue ich anstelle der Mauern, baue ich hier Türme hin. Hier überall. Genau das mache ich. Ja. Ja, wir werden angegriffen. Mal schauen, ob wir es bekehrt kriegen. Nein. Nehmen wir mal die Reichweite von Tempeln. So, jetzt bauen wir eine eigene Brücke auf. Bloß besser. Mein Priester! Der hat meinen Priester gewone-shottet. Oh, seht euch das an, wie viel da rauskommt. Der spammt echt ohne Ende. Das macht diese Stadt so zäh einzunehmen. So, gleich räume ich hier diese Mauern weg. So Trebuchets, ja. Was machen wir mit denen? Keine Ahnung. Ja. Mein Leben.
Nee, der mit der Mauer. Nicht mein Turm. So, jetzt haben wir Erdbeben verfügbar. Dann... weg mit dir. Der Erdbeben schadet unsere Gebäude nicht, weil wir innerhalb eines Tempels sind, aber seine werden geschadet. Hoffe ich zumindest. Ja. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh Gott, mein Prophet, da habe ich jetzt kurz nicht aufgepasst. Scheiße. Ja. Naja, Bürger haben wir noch, sehr gut. Ja. Gut. Ja. Unverzüglich. So, dann bauen wir jetzt hier weiter. Oh Gott. Immer diese Armbrustschützen. Ja, ihr seht, der spammt kontinuierlich Bürger aus. Das macht dieses Level extrem zäh. Mein Turm! Bürger, sage ich. Einheiten spammt daraus, meine ich. TP-Erhöhung für Priester, das brauchen wir jetzt mal. Ist okay, der wird eh geheilt, die Bürger. Ist in Ordnung, greif ruhig weiter an. Oh, Armbrustschützen sind natürlich eine andere Sache. Und die Balliste auch, ja. Ich baue mich hier nur friedlich auf. Ihr braucht mich jetzt hier nicht die ganze Zeit angreifen. Nein, meine Bürger. Hilfe, renn weg. Ah, ich habe den Angriff meiner Türme gar nicht erhöht. Nein. Oh Gott. Mein Priester. Ich dachte schon, das wäre mein Prophet. So, dann bauen wir mal auf der Seite. Ja. Der hat auch gleich wieder Mana. Jetzt sollten wir uns hier neue Bürger holen. Man muss sich hier langsam vorarbeiten. Das ist eine echt zähe Mission, weil eben, wie gesagt, er kontinuierlich Einheiten rausspammt. Können wir hier einen Bekehrungsversuch starten? Wo ist mein Prophet hin? Prophet! Sag mir nicht, dass du tot bist. Nein, du bist nicht tot. Hör auf, mich zu verarschen. Ich sehe den Sieg voraus. Das Ende ist nah.
So, die Mauer muss weg. Ich baue wieder ein paar Bürger Nachschub. Ah ja, perfekt. Huch! Ey, warum schadest du mein Ding? Mein Turm! Auch der andere auch! Aber ich hab doch... Ich hab doch einen Tempel gebaut. Oh, der ist außerhalb der Range. Nein, eigentlich nicht. Vielleicht zählen Gebäude, die gebaut werden, nicht als Gebäude, die geschützt werden für einen Tempel. Keine Ahnung. Alter, wie sieht das aus? Zerstörung. Das ist... Wir sind ja im Mittelalter, ja? Wir werden angegriffen. Ach, natürlich. Ja. Unverzüglich. Ah, es kommen wieder ein paar Leute raus. Ach, da bist du, okay. So, hier ist der Vorteil, dass es hier ein bisschen breiter ist, dieser Übergang. Das gibt uns ein bisschen Spielraum für neue Gebäude und zum Beispiel. Oh, ich sehe was. Ein Weizenfeld. Das Innere der Stadt. Land in Sicht. Kannst du den mal wegklatschen? Ja. Du bau mal das hier weiter. Und geh mal ein bisschen zurück. Schade, dass es keine Priestertürme wären. Das wäre cool. Wie viel Rohstoff hat der? Da ist Gold. Hallo Gold. Ja. Wo ist der Prophet hin? Ja. Ja, ja, wo ja? Da ist er. Hallo ja. Dann mach mal hier ein. Ja. Gut. Ja. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen weiter vor. Ach verdammt, jetzt da wird der wahrscheinlich vom Erdbeben erfasst, dieser Turm. Angegriffen. Ja, ich sehe den Boah, böse, 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 böse. Ballisten sind böse. Unverzüglich. Okay, weiter geht's. Unverzüglich. So, irgendwann müssen wir doch mal die Militärgebäude angreifen können, oder? Dass wir endlich unsere Ruhe haben. Hier ist ein Stall. Können wir das angreifen von dort aus?
Ja, jawohl. Wir werden angegriffen. Okay. Ja. Damit ist dieser Stall weg, das erleichtert uns den Angriff. Zerstören Sie das Stadtzentrum. Es wäre nicht so schwer, sagten Sie. Schwer nicht, aber es ist halt zeitintensiv. Jetzt können wir noch die Kaserne da wegmachen. Da ist auch noch ein Stall. Ja. Das gehen wir hier noch ein bisschen vor. Aber wobei, wir könnten hier mal vielleicht mal einen neuen Tempel hinbauen. So, wegmachen. Los! Jawohl, jetzt diesen Stall hier noch weg. Und da ist auch schon dann das Stadtzentrum. Okay, es legt sich langsam. Nein, das war ein Prophet. Nee, das war ein Priester, oder? Weiß nicht. Ja gut, wenn du unbedingt diesen hier angreifen willst, bitte. Ja, genau. Reparierst, während es angegriffen wird. So ist es gut. So, jetzt wenn wir den zerstört haben, haben wir hoffentlich unsere Ruhe vor den ganzen Armbrustschützen. Nein, ein Ding wurde zerstört. Ein Trebuchet ist gefallen. Mein König. Komm weg. Ja. Mein König. Jawohl. Ist noch die Kaserne und dann war's das hoffentlich. Ja. Unverzüglich. Jetzt brauchen wir hier noch Türme in der Stadt drin. Die Mauern von Calais sind gefallen. Der Sieg ist fast unser. Aber nur fast. Für Albion. Oh. Ja, mein König. Ja. Mein König, mein Lehnsherr. Heil die Bürger. Ja. Okay. Was ist das? Gut. Für Albion. Stirb, Armbrustschütze! Jawohl. Dieser Bürger ist unverwundbar. Er wird seinen Turm bauen, egal was ihr versucht. Oh, ein Prophet. Sind wir innerhalb der Range? Ja, wir sind innerhalb der Range. Nice. So, Achso, wir haben gar kein Holz mehr. Na gut, dann sammelt ihr mal Holz. Wie die Brücke aussieht. Oh Mann. Ach, der hat da noch Armbrustschützen übrig. Mein König, ja. Wir werden angegriffen. Nein, mein Bürger. Mein Penner. Für Albion. Wo sind neue? Ich brauche neue Bürger. Ja. Da. Gut. Ja. Gut, mein Lehnsherr. Für Albion. Ah, ich sollte aufpassen. Wenn der weg ist, dann haben wir verloren. Für Albion. Ja. Gut.
Irgendwo muss er noch eine Bogenschützen Ausbildungsstätte haben. Unverzüglich. Ja. Gut. Mein König? Ja. 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 Unverzüglich. Ja. Gut. Ja. Unverzüglich. Nix bekehren. Nix bekehren. Hau ab. Wir werden angegriffen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Ja, unverzüglich. Ja, gut. Unverzüglich. Müsst ihr unbedingt die Felder da angreifen? Ich meine, das bringt doch nichts. Unnötig. Ja. Ja. Unverzüglich. Wir werden angegriffen. Puh, das war knapp. Fast wäre der Bürger gefallen. Mein Lehnsherr. Für Albion. Mir passt es nicht, dass ihr die Gebäude angreifen müsst. Ihr sollt die Einheiten angreifen. Ja. Unverzüglich. Gut. Mein Lehnsherr. Für Albion. Ja. Wir werden angegriffen. Aha, ein Ambusschütze. Mein Lehnsherr. Ja. Gehen wir hier zurück. Okay, mein Trebuchet ist jetzt hier, aber wo hat er seinen. Ja. Gut. Wo hat er seinen Bogenschießstand? Nicht das Haus angreifen, als ob das Haus so eine Gefahr wäre. Ah, dieses Haus hat meine Mutter beleidigt. Hier, das angreifen. Okay, hier muss noch irgendwo eine Belagerungswaffenwerkstatt sein, wahrscheinlich hier drüben. Da ist noch ein Ambusschütze. Ich baue mal hier einen Tempel hin, irgendwie gefällt mir das nicht. Weil da steht da ein Prophet da hinten. Ja, wie wär's auf Ballist schießen, Turm? Dankeschön. Das Haus ist ja so eine Gefahr. Das Haus wird uns alle umbringen. Ja. Hier. So, das Haus des Todes ist gefallen. Und der Prophet weiß irgendwie nicht, was er machen soll. Der läuft einfach so hin. Ah, da ist die Belagerungswaffenwerkstatt, wusste ich doch. Wow. Gut. Da ist ein Rambock! Oh, jetzt ist er aber schlau hier. Scheiße, das ist ein Problem, die Ramböcke. Weil die haben, ja, unverzüglich. Sind so zäh. Naja. Ja. Unverzüglich. Och Mann, jetzt muss ich einen neuen bauen. Oh fuck. Ein Ballist. Ja.
Eieieiei. Eieieiei. Unverzüglich. Der ist so nervig, der spammt nur Truppen raus. Ja. Und nix bekehren. Er hat einen Bekehren halt, mein Gott. Ist mir doch wurscht. Der hält eh nicht lang. Hier, wegmachen. Nicht, dass er dann noch ein Gebäude baut oder so. Ja. Wo ist meine Uni, die ich gerade gebaut habe? Sag bloß, die haben die jetzt zerstört. Dieser Ding. Ach Gott. Weg mit dieser Belagerungswaffenwerkstatt, die muss weg. Dann haben wir keine Gegenwehr mehr. Außer diese Tempel, aber die machen ja nichts. Außer bekehren. Und wenn wir da nicht passende Gebäude haben, dann war's das. Ja. Wir werden angegriffen. Ist mir egal, ich greife das jetzt an. Auch wenn da ein Ambusschütze jetzt an mich angreift. Das ist mir jetzt egal. Für Albion. Jawohl. Einmal deinen Tribuchet, das du da hast. Kann es sein, dass er noch einen Bogenschützstand hat? Weil da kommen jetzt irgendwie noch Bogenschützen raus. Hm. Mach mal dieses Krankenhaus da weg. Da ist noch ein Turm. Ich könnte jetzt natürlich das Stadtzentrum zerstören, aber das ist wie das gleiche wie bei der Tyrus-Mission. Es macht einfach so viel Spaß. Ja. Außerdem will ich ihn komplett auslöschen. Hier noch ist. Aha! Das muss weg. Sobald das weg ist, haben wir unsere Ruhe. Jawoll. Was willst du machen? Was willst... Oh, fuck. Ja. Dioswald willst du machen, okay. Ach, da ist der Tempel, mein Gott. Den hätte ich schon vorher zerstören müssen. Na gut. Da ist die Range wirklich zu weit. Aber hey... Oh, du hast deine eigene Uni zerstört. Schämst du dich nicht?
So, es hat ja nichts mehr übrig. Im Prinzip ist das die letzte Verteidigung. Mein König. Dieser Turm hier. So, jetzt könnte man das Schatzzentrum mit Türmen zerstören. nee, komm, ich beende es jetzt. Das muss nicht sein. So, aber ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht, schätze ich. Ja, das Problem in diesem Level ist halt, dass der Gegner hier kontinuierlich Truppen rausspammt. Das macht es nicht gerade leicht, zum Stadtzentrum vorzustoßen. Warte, jetzt will ich noch wissen, wie viele Hurricanes da... Calais wurde erobert. Heute haben wir einen großen Sieg für England errungen. Ja. Ja, das kann man so sagen. was waren hier unten noch? Ah ja, scheinbar baut sich der Gegner doch auf. Weil hier sieht man, dass er ein paar Silos angefangen hat zu bauen. Wahrscheinlich mit den Bürgern, die er da von uns geklaut hat. Also es kann sein, dass die KI wirklich aktiv ein aktiver Spieler ist. Ja. Nun gut. Das war's für dieses Level. Wir sehen uns dann im nächsten Level wieder. Macht's gut, euer Janka. Ciao.